Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS17 hier auf der Karte Lostberg. Wie man sieht, mit dem zwei Vorgewänden klappt das super. Ist zwar nicht so früh drum, aber ich denke mal, der kommt schon klar. So, wir räumen hier mal schnell weiter auf. Wir sind dabei, Baustellen zu beseitigen. Und die beiden muss ich jetzt aber nochmal zurechtlegen hier, ne? Na. Eigentlich kann das ja nicht so schwer sein. Ah, ich guck mal von draußen. So, pass auf. Mein Plan wäre jetzt hier, den jetzt drüber anzusetzen. Ne? Hier schön auf die Kante und einfach zurückziehen. Bam. Gut, ein bisschen Gewalt muss dabei sein. So. Na, 11 Grad, das bringt ja nichts. Jetzt habe ich den eh schon, okay. Ich frage mich, ob das da gerade Heu oder Stroh ist, aber das ist Heu, ne? So. Wieder ein schöner Tag heute. So langsam kommt die Sonne raus. Das hat doch was. Wobei schlechtes Wetter spielen, das ist dann schon doof. So, einmal auf 0 Grad das Ganze. 0, habe ich gesagt. Ja, 1, okay. Und den zweiten auch wieder weg und dann haben wir endlich mal Platz hier. So. Hier passt natürlich gut was rein, ne? Okay, jetzt sind beide Traktoren fertig. Da muss ich da jetzt auch mal rüber. Das mal nicht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob der Helfer weiter Geld frisst, wenn man jetzt hier den Hund drin hat. Das wäre auch eine interessante Sache, ne? Die beiden könnten wir eigentlich noch rausfahren. Was machen wir hier auf der Wiese? So, Beine abladen. Okay. Dann können die Ballenpresse ja wieder nach Hause. Jetzt hier erstmal alles durch. Dann könnten wir eigentlich auch mal
zusehen, dass das Holz da auch wegkommt. Aber vor allem muss der Drescher laufen. Ne? Das ist jetzt auch wichtig. Da müssen wir es gleich mal abtanken. Ich fahr's hier rein. Ich frage mich gerade, ob hier ein Trigger ist, dass da auch Kalk rauskommt. So. Was ich jetzt auch noch tun sollte. Sorry für diese Gedankenhüpfer, ja. Aber, was das vielleicht auch nicht verkehrt wäre, wenn wir wirklich dann erstmal den Weizen jetzt verkaufen, bevor der Preis weiterfällt. Das ist so ein ungutes Gefühl. Die Animation hin. Okay, das war's. Licht können wir nicht mal ausmachen. Jetzt versuche ich mal hier reinzukommen. Ich jetzt schon wieder fest ist. Wo denn? Hä? Eigentlich passt's. Naja, muss wohl vorsichtiger fahren. So. Befüllung starten. So, und ich gucke jetzt nochmal nach dem Kurs. 9,97, ja. Der Bahnhof. Ich würde jetzt mal Reifeisen nehmen. Aber noch markiert, okay. Ja, dann holen wir den nochmal weg, ne? Also könnte der jetzt schon mal in der Zeit was übernehmen? Ja, nicht wirklich. Also das haben wir gerade. Oder? Wie sieht's aus mit den lieben Feldern? So, Bodenbeschaffenheit. 26 ist gedüngt. 41. Ja, 40 ist ja hier unten. Haben wir ja das Problem noch mit dem Holz, ne? Was weg muss. Also nächste Baustelle. ...22 könnte er eigentlich mal düngen. Das ist ja auch im Wachstum. Man müsste unbedingt... Ja. Dann geht der da gleich rüber. Machen wir mal schnell. So, hier können wir noch mal kurz das Rohr einfahren. Und zuklappen geht der jetzt auch. So, jetzt leer die Kiste.
Müsste ja ein Elektromotor sein. Ich denke mal, das geht auch ohne Motorstand, oder? Wie ist das bei diesen alten Kisten? Keine Ahnung. So, die befreie ich jetzt mal. Einfach. Nein! Einfach anlassen. Vielen Dank. Licht aus. Und der hat auf jeden Fall noch genug drin. Oh. Jetzt hier vorsichtig auf die Straße fahren. Also das ist echt so liebevoll gestaltet, was mich alles so entdeckt, wenn ich allein schon auf diese Schutzbleche gucke. Einfach genial. So, wir wollen zu Feld 22. Da wird zwar auch höchste Eisenbahn. Ziemlich hochstellen jetzt, ne? Aufpassen. Ich glaube, ich würde fast hier einfach mal den normalen Helfer testen wollen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Super. Gut, dann geht's hier weiter. Was mal interessant wäre, ich wollte mal gerade gucken, ob wir hier eine Plane haben, aber ich meine, hier war nichts, ne? Nein, war nicht. Muss jetzt auch schon wieder ganz schön ackern, da hier ein Schwung kommt. Ich bin falsch gefahren, ne? Verdammt. Da unten ist das ganz... Das macht man nicht alles fürs Geld. Und hier wollte ich mal ganz kurz aussteigen. Sorry, das ist halt wirklich ein Problem mit den ganzen Bausteinen, ich weiß, aber hier ist eigentlich auch nicht mehr viel. Wenn ich jetzt hier den Frontlader hole, ist das, denke ich mal, 5 Minuten, dann haben wir hier genug Platz und können den Drescher hier auch hinfahren. Das machen wir auch in der nächsten Folge. So. Ich würde sagen, düsen jetzt hier einfach mal runter. Mit dem Anhänger können wir ja auch die Flanken noch erhöhen, bloß dann wird es mit dem Abtanken schwierig. Ich habe noch einen schönen Anhänger runtergeladen von ModHub. Allerdings ist der noch in der Beta.
Eigentlich wäre gerade auch schlauer. Oder? Ach, ist Wurst. Das ist, glaube ich, echt egal. Ja, da gibt es einen mit einer Schnecke, die noch hinten noch zusätzlich, also ein Überladewagen quasi. Ein schönes handliches Ding. Mit dem kannst du auch Saatgut auffüllen. Ne, dass du aufs Feld fährst und dann deinen Traktor bestückst. Und wie komme ich da jetzt drauf? Sind wir überhaupt richtig? Habe ich hier was Falsches gedrückt? Doch. Ist das die Ausfahrt? Das ist hier nur die Wa- Ich muss mal am Hof laufen. Muss mal nachfragen, wo ich hin muss. Das soll was sein? Frage oder was? Ja. War ja klar. Wir waren ja auch schon mal. Naja, fahren wir jetzt mal hier rüber. Ja, aus dem Waage. Knapp 25 Tonnen. Komisch, 28 habe ich geladen. Was sind das Liter? Hi. Jetzt hat die mich voll abgelenkt, jetzt bin ich schon zu weit gefahren. So. Ja, das konnte schon wieder ein bisschen netter aus. Meine 27, knapp 28.000. Und wir haben jetzt noch, lass mich mal gucken, 32. Also eine Ladung könnten wir noch wegbringen. Ne? Ja, okay. Also ich werde versuchen, das Ganze ein bisschen strukturierter zu machen. Das war das jetzt erstmal zu Ende bringen. Das heißt, wir verkaufen jetzt noch den restlichen Weizen und dann geht es halt weiter. Das andere Feldräum hat dann Priorität, damit der Drescher laufen kann, damit die Ernte reinkommt und wieder auch Geld verdienen. Ne? Und dann würde ich auch da hinten die langen Stämme noch wegbringen, das Holz. Das wollen wir uns eine Dolly und einen engen Holztransporter ausleihen und das Zeug dann verkaufen. Ja. Dann ist Wachstum angesagt. Dann werde ich nochmal düngen, müssen wir beobachten. Und auch wo düngen, da können wir mal kurz gucken, was der jetzt gemacht hat. Wie kommt der denn jetzt hier hin? Ist das Ding gedüngt? Fertig. Nee. Hat ja super geklappt. Jetzt sind wir in die falsche Richtung gefahren, quasi. Lass ihn ja mal ausgeklappt, ist ja gerade keiner da. Landwirtschaftlich Verkehr und so, ne? Oh, wie schön das da aussieht. So im Nachhinein, wenn man sich mal gleich wegräumt, mit den Ballen, oder? Wenn man da jetzt so rüberschaut. Klasse. So. Und jetzt, was wir schaffen, ist gerade nochmal zum Ende.
Das kriegen wir auch mit Augenmaß und ohne GPS hin. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo wir hier falsch eingestellt hatten. Das war ja mit Cosplay auch gefahren. Ist nicht so tragisch, oder? Spritze würde ich es eigentlich hier lassen. Wann sind wir denn soweit? Ja. Ich denke mal, kommt dann nach Hause, ist man verstaut. Vielleicht halten wir nochmal einen Kelcher drüber. Und ja, dann geht's weiter. Also, ich habe alles erklärt. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Resttag. YouTube. Macht's gut. Ciao.